Ja, hallo Freunde und willkommen. Heute will ich euch zeigen, wie wir unser Netzwerk scannen können oder testen, ob es irgendwie anfällig ist, ja, gegen die neuen RAN-Software hier wie WannaCry und Petya, ja, die neuen Erpressungstrojaner. Genau, beziehungsweise ist das hier natürlich eine Möglichkeit von vielen, ja. Und zwar alles, was wir dafür brauchen, ist hier ein kleines Tool, was wir uns hier kostenlos herunterladen können. Ja, WannaCry Petya Fast Detect nennt sich das hier. Ist ein sogenannten Vulnerability Scanner. Ja, ist ein klitzekleines Tool und ist wirklich sehr schnell. Ja. Genau, hier können wir uns das herunterladen, kostenlos, wie gesagt. Dafür müssen wir hier auf Clone or Download draufklicken und hier Download Zip. Ja, dann, ich habe das jetzt schon gemacht, sieht hier so aus. Ist eine, ja, kleine Zip-Datei hier, das müssen wir dann auspacken hier. Ja, das ist hier die Exe-Datei, aber bevor wir hier weitermachen, ganz, ganz wichtig ist, wir brauchen auf jeden Fall, also wir müssen hier dieses WinPCAP, ja, dieses Paket Capture installiert haben, beziehungsweise installieren, falls noch nicht. Version 4.1.3 hier. Genau, ich habe das schon installiert hier. Das kann man auch kostenlos herunterladen. Ja, wenn ich, ja, kann euch den Link in der Beschreibung nochmal da lassen. Genau, also erstens dieses WinPCAP Packet Capture installieren und dann, ja, nachdem wir auch unseren Scanner hier heruntergeladen haben und ausgepackt hier, ja, haben wir hier die Exe-Datei. Und ich gucke mal genau, ob es hier, genau, hier haben wir nochmal eine, diese README-File hier, ja, das ist nochmal eine kleine Erklärung hier mit ein paar Beispiele auch, ja. Ein paar Optionen hier. Wir schließen das erstmal. Und genau, wir rufen uns dann eine Kommandozeile auf als Administrator, ja. Zack. Und müssen dann zu unserer, ja, Exe-Datei navigieren. War das jetzt hier, zack, zack. Mal gucken, wo das war, genau. Jetzt hier, okay. Na. Desktop. Ja, wir müssen jetzt. Okay. Dann war das jetzt nochmal, wo war das jetzt hier? Genau. Genau, jetzt haben wir hier unsere Exe-Datei hier. Ich mache das mal ein bisschen größer. Ja, das ist das hier. Wir können jetzt einmal vielleicht mit dem. Genau, WannaCry, Underline, Petya, Underline, Fast Detect, Exe. Wenn wir jetzt ein Minus Help hier raufschmeißen. Hier muss, genau, also hier ist nochmal, das müssen wir nochmal akzeptieren. Hier, das ist nochmal ein paar ja, Infos hier und das ist jetzt auch so, dass es keine Garantie ist natürlich. Also da wird keine Haftung sozusagen übernommen. Und hier haben wir genau nochmal die Optionen hier, was wir jetzt hier machen können. Hier sind auch ein paar Beispiele, ja. Genau, wir brauchen jetzt, wir, ja, ich schmeiße jetzt mal einfach ein IP-Config hier drauf und suche mir hier meinen Router raus. Genau, das ist das hier, Standard-Gateway. Ja, ich nehme mal die IPv4-Adresse jetzt hier. Ja, das ist in meinem Fall die hier. Und jetzt kann ich jetzt ganz einfach mit dem, also die Exe-Datei hier dann minus T4, ja, für hier IPv4-Modus, ja. Und hier können wir entweder einzelne IP-Adresse eingeben oder das ganze Netzwerk, ja, mit der Netzwerkmaske hier oder eine Range hier.
ein IP-Bereich, ja. Ich gebe jetzt mal einfach vom meinem Router hier. Ich habe jetzt hier eine 27er Maske hier in dieser Umgebung. Normalerweise hat man hier eine 24er Maske, ja. Und genau, also wir geben jetzt einfach hier WannaCry underline PTA underline fast detect exe minus, ich nehme jetzt hier den IPv4 Modus, IP-Adresse mit Netzwerkmaske und Enter. Jetzt nochmal, ja, einfach hier durchschließen und dann bestätigen mit Yes und schon geht es los hier. Ja, startet Scan. IPv4 hier Count, ja, das sind die Hosts jetzt hier sozusagen, die gescannt werden und ist jetzt hier nicht so viel los. Genau, und schon ist es durch. Hier haben wir Port Scanning completed, no found vulnerabilities host, also keine Anfälligkeit, keine Hosts, die anfällig sind, gefunden. Und ja, das ist, wie ihr seht, auch sehr schnell. Genau, das war es auch schon alles, ja. Das wollte ich euch noch mal kurz zeigen. Ich hoffe, ich konnte da euch ein bisschen weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anliegen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.